Marita, also damals, wie alt warst du, als wir anfingen? Es ist, wir fangen das nicht an, so nachzurechnen, aber im Anfang spielt sie eine 19-Jährige. Und so langsam, und dann beim Drehen, da hat mal irgendwann der Mengershausen, unser Redakteur, gesagt, die wird immer besser, je älter sie wird. Und jetzt sind 25 Jahre vergangen seit der Premiere und sie hat sich immer noch nicht eingeholt. Wir haben da zusammen gesessen. Das ist ja auch so ein Gefühl, weil man sich immer überlegt, wie habe ich das gespielt oder wie haben wir das mit der Maske gemacht. Und das Leben geht weiter und so nach und nach kommt man in die Lebensalter, die man da gespielt hat. Aber man kann die nie einholen. Und jetzt war dann die Szene, da liegt sie im Sarg und dann haben wir gesagt, siehst du, man wird sie niemals einholen. Sie ist uns immer voraus. Das ist doch wirklich was Schönes. Und dann ist das natürlich mehr als Arbeit für uns. Es ist ein Stück des Lebens. Und das ist, glaube ich, für jeden, der da mit dabei war, es ist eigentlich, man kann das nicht mehr auseinanderhalten, Arbeit und Leben. Das hat sich vollkommen vermischt. Und in den Jahren, die seitdem vergangen sind, ist diese Vermischung von Fiktion und Wirklichkeit immer mehr geworden. Weil jetzt begegnet man und wir begegnen seitdem immer noch Menschen irgendwo auf der Welt, die uns darauf ansprechen und die den Film gesehen haben, entweder vor vielen Jahren oder gerade eben, oder das lebt einfach ununterbrochen weiter und es gibt so Identifikationen, also wir erleben das ja jetzt auch hier mit dem Friedhof. Da sind fast jedes Wochenende Leute da, die sich die Gräber der Simons ansehen. Und das ist beinahe so, als hätten sie gelebt. Das war für mich auch so ein merkwürdiges Erlebnis am letzten Drehtag. Der letzte Drehtag von Heimat 1 war am 1. November 82. Das war genau heute, vor 27 Jahren. Also, und das war der Tag, an dem wurde ich 50. Und mit dem Karussell, was wir aufgebaut hatten für die Kirmes, haben wir dann hinterher noch die ganze Nacht den Geburtstag gefeiert und das Drehende. Und ich habe mir zum ersten Mal einen Wunsch erfüllt, den ich schon als Kind hatte, zum Geburtstag endlich mal so viel Karussell fahren zu dürfen, wie ich will, bis es mir schlecht wird. Und wir haben in demselben Saal, in dem jetzt die Toten nochmal zusammenkommen, haben wir die ganze Nacht getanzt und da ist beinahe das Gebäude eingebrochen. Der Saal existiert nicht mehr inzwischen. Es war also so, dass der Tanzboden anfing zu schwingen. Aber wie? So, das war wie ein Trampolin. Und beim Tanzen, die Leute sind so in die Luft geflogen. Und ich habe immer, wir hatten doch während den Dreharbeiten, man hat doch immer Angst als Chef der Firma und Regisseur, dass mal was passieren könnte. Und es war nie was Ernsthaftes passiert. Wir hatten keine Unfälle, keine schweren Krankheiten, nichts ist uns passiert. Und ich dachte, um Gottes Willen, auf der Abschlussparty bricht das Haus ein über uns. Da bin ich mit dem Wirt zusammen unter die Tanzfläche. Das ist nicht wirklich unterkellert gewesen, sondern da ist nur so ein begehbarer, also 1,50 Meter hoch. Da sind wir da unten drin rumgekrochen und über uns schwangen die Balken. Das waren 200 Jahre alte Eichenbalken. Die haben sich so gebogen und haben gehalten. Sie haben gehalten, bis alles vorbei war. Gell? Und
dann haben ja, wir ernst eigentlich. Das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis, dieses Ende. Also zum Thema Leben und Arbeit, das kann man einfach nicht mehr trennen. Ich habe jetzt auch hier gesessen und gedacht, der Film nimmt von sich selbst Abschied in dem letzten Teil. Ja? Der macht sozusagen, blickt auf sich selber zurück. Und heute ist das doppelt. Wenn man das dann anguckt, dann schauen wir heute zurück auf eine Szene, in der wir zurückschauen. Und diese Verdoppelung und Verdreifachung der Lebenssicht, die, ich glaube, das ist auch das Ungeheuerliche am Film. Film ist wirklich ein Wunder, dass es das gibt. Also das wird nicht mehr so gesehen heute, weil das zum Alltag gehört. Die Erfindung der Cinematografie ist über 100 Jahre alt und in der Zeit, und wir alle sind aufgewachsen damit. Das hat es schon immer gegeben und inzwischen hat jeder eine Videokamera zu Hause. Also es ist vollkommen in den Alltag übergegangen, aber es ist trotzdem etwas, was uns alle vollkommen verändert hat. Wir können uns nicht vorstellen, wie sich die Menschen erinnert haben früher, bevor es den Film gab. Dadurch, dass wir dieses Mittel haben, erinnern wir uns auf eine vollkommen andere Art. Und das ist nicht eine Sache der Einzelnen, sondern der gesamten Menschheit. Die Menschheit hat eine Vorstellung von sich selbst bekommen durch diese Kunst. Und die Erinnerung an sich selbst ist darin dokumentiert. Das finde ich immer wieder wunderbar und das lohnt sich, ein Leben für den Film zu leben. Also das ist wirklich ein Grund, sich dieser Kunst wirklich zu verschreiben. Denn sie kann etwas, was bisher die Menschheit einfach nicht gekonnt hat. Die Literatur kann sich auch erinnern in Erzählungen und in Gedichten und so weiter. Aber es ist nicht diese konkrete Art, es ist so mehr das Übersetzte, die Art, wie man spricht, aber nicht die wirklichen Bilder, die bewegten, die Realität selber, der man wieder begegnen kann. Das hat es vorher nie gegeben. Und dann kommt noch was dazu. Ich habe jetzt mal nachgezählt, so wie viele von den Menschen, die unser Herz gerührt haben, in diesen Tagen leben nicht mehr. Das fängt schon an mit dem Opa, der uns während der Dreharbeiten gestorben ist. Und das geht dann bis zu dem wunderbaren Jörg Hube, der in diesem Jahr gestorben ist. Oder der Franz Bauer, der für uns der Engel des Teams war, als Ausstatter von allem, das im vorigen Jahr gestorben. Ganz plötzlich. Und da will ich Ihnen nochmal eine Geschichte erzählen, die auch mit Film zu tun hat. Die Beerdigung von Franz Bauer war im Mai. Es war ein wunderbarer, sonniger Tag, alles blüht und dann ging man in die Kirche und dann haben die dort in der Gemeinde dem Franz Bauer einen Wunsch erfüllt, den der mal irgendwo geäußert hat. Er wollte, dass auf seiner Beerdigung ein Lied gesungen wird, das ganz bestimmt nicht in den Mai gepasst hat, nämlich Stille Nacht, Heilige Nacht. Ein Weihnachtslied. Und dann haben die dort, der Kirchenchor, haben Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Und da fiel uns natürlich ein, wie viel Mal haben wir zusammen Weihnachten im Sommer gedreht? In dem Film ist ja mehrfach Weihnachten, aber es war nie im Winter. Und immer ist der Schnee künstlich und immer haben wir also die Szenen im Hochsommer gemacht. Und was waren das für Qualen, wenn man mit den dicken Klamotten bei 30 Grad im Schatten auf Winter gespielt hat. Und der Franz Bauer war immer derjenige, der für uns die Christbäume geschmückt hat und die Weihnachtsstimmung hergezaubert hat. Und das war doch wirklich eine Filmbeerdigung. Also mit dem Lied, das war Film. Das war nichts Wirklichkeit, das war tatsächlich Kino.
Wir saßen in der Kirche, es waren ziemlich viele Filmleute dabei, weil er ja so viel mit Film gearbeitet hat. Und da haben sie alle gesagt, jetzt wissen wir nicht mehr, was Wirklichkeit und Film ist. Das ist jetzt wirklich Film. Stille Nacht, Heilige Nacht im Mai. Also, ich finde, das ist eine sehr schöne Reise, die wir zusammen gemacht haben. Und ich bin auch hier dankbar euch vom Provinzkino, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir das gemeinsam wiedererleben. Das ist für mich auch, für die Marita, das ist ja wirklich, wir haben das ja alle ewig nicht gesehen. Ja, ja. Also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken hier beim Provinzkino. Es war für mich eine von großer Bedeutung und ich hätte gar nicht gedacht, dass mich das nochmal so erwischt hat. Das ist ein bisschen schizophrener Vorgang, dass der eigene Film einen dann doch plötzlich erwischt. Und von daher war das für mich nochmal ganz wichtig, hier zu sein. Und bedanke mich auch bei dem Publikum, dass alle hier mit glänzenden Augen da sitzen. Ich finde das sehr berührend. Vielen Dank.